Willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Diesmal eine Auftragsarbeit. Meine Frau hat mich beauftragt, die Schneidbretter, alle ihre Schneidbretter auf Vordermann zu bringen. Die sehen teilweise sehr mitgenommen aus. Bisschen fettig, bisschen knösig will ich nicht sagen, aber naja, sie könnten einmal überarbeitet werden. Sie sind ja auch alle aus Holz oder ja, auf jeden Fall aus Holz. Und ja, das habe ich jetzt vor, das will ich tun, die Schneidbretter praktisch so zu machen, dass sie wie neu aussehen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, für diese Dinge, Schneidbretter, die dann letztendlich geölt werden sollen und vorher gereinigt werden, gibt es natürlich spezielle Produkte. Man kann jetzt nicht Leinölfirnis nachher nehmen, um das hier zu bearbeiten. Da sind Schadstoffe drin, die sicherlich nicht geeignet sind, damit darauf Lebensmittel geschnitten werden können. Das müssen also Lebensmittel, echte Produkte sein. Und da habe ich dann nochmal recherchiert und geforscht und Heliacare bietet so etwas an. Hier ist das Päckchen. Ich habe mir also das Päckchen für die Schneidbrettpflege bestellt. Hier ist es. Schauen wir mal rein. Aufkleber, Gummibärchen. Wieder super toll verpackt. Ah ja, hier gibt es ein Öl. Aus Bio-Ölsaaten hergestellt. Also ein Bio-Schneidbrett oder Schneidebrett-Pflegeöl, Lebensmittelqualität, also in Lebensmittelqualität steht hier drauf. Und dann gibt es noch ein Schneidebrett-Balsam zur Versiegelung und Pflege. Bei diesem Paket ist dabei eine Ziehklinge, oh, sogar eine Markenziehklinge von Kirschen. Vielleicht noch war zu dem, warum man diese Schneidbretter doch pflegen soll, weil sich dort in den Riefen, die sich hier durch das Schneiden ergeben, Keime absetzen können und das dann wiederum zu Problemen bezüglich der Keimbelastung in der Küche führen kann. Und deswegen sollte man die Oberflächen glatt halten. Dazu nehmen wir die Ziehklinge und dann entsprechend pflegen. Bei der ersten Pflege würde man das Öl einsetzen, hier dieses Schneidbrettöl von Heliacare. Für mich hat das auch übrigens dieses Heliacare-Produkt ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist nicht zu vergleichen jetzt mit einem Olivenöl oder einem Öl, das man jetzt Walnussöl oder was auch immer ich da schon gesehen habe, was man jetzt sagen wir, beim Discounter kaufen kann und einfach dann für Pflegebretter nimmt. Weil diese Öle ja den Nachteil haben, dass sie verderben können und dann sozusagen auch dieses Verderben hier mit einzieht. Also deswegen unbedingt Produkte benutzen, die dagegen arbeiten. Und Heliacare ist so ein Produkt. Ich habe mit denen telefoniert oder gesprochen. Die haben den Ölen, die ja ausschließlich biologische Öle sind, alle verderblichen, also alle verderblich machenden Eigenschaften entzogen, aber keine Chemie zugesetzt. Das, was sie hier anbieten, ist rein biologisch komplett. Im Prinzip könnte man das Öl auch sozusagen als Lebensmittel betrachten. Das darf man auch, aber nun ja, da nimmt man natürlich trotzdem andere Öle. Aber das sagt, dass das mit so einem, ja, es steht ja auch da drauf, ne, dass es also ein in Lebensmittelqualität spezielles Schneidebrettöl gefertigtes Öl ist. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie man so ein Schneidebrett denn bearbeitet, damit es wieder gut benutzbar und dann auch versiegelt ist. Ich hole mal die Ziehklinge hier aus dem Paketchen raus. Eine Ziehklinge, wer keine Ziehklinge kennt, eine Ziehklinge ist nicht nur jetzt ein Stahl, das ist ein Federstahl, der aber hier so scharfe Kanten hat, wenn man genau fühlt.
Und diese scharfen Kanten, das ist, der Fachmann spricht von einem Grat, diese scharfen Kanten führen dazu, dass man so abschaben kann, also solche Oberflächen abschaben kann. Und das machen wir jetzt. Wir wollen also sozusagen den Schmutz, der hier jetzt in den Brettern drin ist, sitzt, den wollen wir abschaben. Ich nehme mal hier das Ziehklinge und dieses kleine Brett hier. Ich weiß nicht, wie gut man sehen kann jetzt in der Kamera. Ja, ich hole euch mal ein bisschen näher. So, ich habe das jetzt mal ein wenig gedreht, um zu sehen. Ihr seht, dass das hier, das habe ich jetzt schon abgekratzt hier mit den wenigen Ziehen. Jetzt muss ich mir aber auch die scharfe Klinge suchen. Hier ist sie. Bisschen. Also ich glaube, dieses Brett hat man überhaupt kein Öl oder was Ähnliches gesehen. So. Man kann den Haufen, den ich jetzt hier abgekratzt habe, glaube ich, erkennen. Ne? Ist schon eine ganze Menge. Ziehe direkt die andere Seite mit ab. So, als nächstes träufeln wir hier etwas Öl drauf. Ich habe hier einen sauberen Leinenlappen. Na, das Brett bekommt natürlich jetzt direkt eine ganz andere Farbe. Ja, man merkt auch, dass das ja, so gut wie trocken ist. Da ist kein bisschen Öl oder was Ähnliches vorher dran gewesen. Sind zwar ein paar Querriefen jetzt noch drauf. Wenn ich die weghaben wollte, müsste ich das Brett ganz abschleifen. Das erspare ich mir jetzt. Man soll immer so weit ölen, dass das Öl noch gerade so einzieht, wenn es denn, wenn denn Reste übrig bleiben, obendrauf stehend die diese Reste, die sollte man dann abwischen. Aber ich bin jetzt praktisch in einem Arbeitsgang, das ist kein Zeitraffer, nichts. Das ist genauso, wie ich es jetzt mache, ist es in der Originalzeit. Das ist also eingezogen und bietet jetzt einen seichten Glanz. Einen seidenen Glanz. So, und jetzt kann man zur Versiegelung, damit das dauerhaft und länger, heißt dauerhaft, länger hält, dauerhaft ist das nicht, das muss auch von Zeit zu Zeit erneuert werden.
Als nächster Schritt soll dann so eine Art Versiegelung hier eingebracht werden, die dann dafür sorgen soll, dass das Öl und auch dieses Balsam noch tiefer einwirkt. Dieses Balsam besteht zu großen Teilen aus Bienenwachs und biologischen Ölsaaten, die fungizid wirken, also bakterienhemmend, sodass das auch keimabweisend ist. Man kann jetzt hier das gleiche Läppchen, man kann es übrigens auch mit Küchenkrepp machen, muss gar nicht mit so einem Läppchen passieren, soll das jetzt hier vorsichtig einbalsamiert werden. Ruhig kräftig einreiben. So. Das wär's. Das Ganze jetzt noch von der anderen Seite. Wenn man jetzt ein Schneidbrett nur von einer Seite benutzt, dann reicht es natürlich, dass man jetzt auf die andere Seite einfach nur ein Öl bringt, dass es von unten sozusagen gesperrt wird. Wenn man das Schneidbrett aber von beiden Seiten benutzt, wie dieses hier, das wird zufällig benutzt von einer oder von der anderen Seite, dann würde ich das auch natürlich auf beiden Seiten dann auch mit Öl und Wachs pflegen. Ja, das soll jetzt 24 Stunden liegen, sozusagen einziehen und dann kann es wieder benutzt werden. Und nach einer gewissen Zeit, die schreiben also hier nach einem Jahr, kann das durchaus, ein Jahr lang kann das durchaus halten, aber das hängt ein bisschen davon ab, wie häufig man diese Schneidebretter benutzt, ob man nur eins hat, ob man viele Schneidebretter hat. Ja, das, davon würde ich das abhängig machen, wann ich das dann wieder neu pflege und einbalsamiere. Der nächste Schritt soll dann praktisch ausschließlich im Balsamieren bestehen. Man muss also jetzt nicht nochmal unbedingt ölen. So, ja, ihr werdet es sehen, wenn ich das nächste Mal öle, werde ich das auch nochmal hier kundtun. Ja, ist also komplett geruchslos. Das ist schon angenehm. Das Öl riecht nicht und das Wachs auch nicht. Sehr, sehr angenehm. Ich kann das ja hier mit der Hand benutzen. Ja, schön. Fällt mir gut. Alles fertig. 1, 2, 3, 4 und dieser Schneidebock, sage ich jetzt mal, 5 Schneidebretter
abgezogen, geölt und gewachst. Alles in allem eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde, sage ich mal. Übrigens alles mit demselben Lappen, alles ohne Handschuhe. Wie gesagt, ist biologisches Öl und Wachs. Das wäre vielleicht ein Geschenk zu Weihnachten, für zu Weihnachten. Nicht? Weihnachten wird gekocht, nicht nur geschenkt, sondern auch gekocht. Und zum Kochen braucht man natürlich Utensilien und Schneidebretter gehören dazu. Da muss der Braten aufgeschnitten werden, weiß ich nicht was. Auf jeden Fall wäre es nicht schlecht, wenn dann die Schneidebretter in bakteriologisch und biologisch einwandfreier Qualität wären. Ja, dazu kann ich euch eigentlich nur raten. Ich habe das, wie gesagt, hier von Heliacare. Heliacare, hier habe ich das nochmal. Da gibt es so ein Schneidebrett-Pflegeset. Ein Schneidebrett-Pflegeset. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung. Da kann man sozusagen das hier, also die Ziehklinge, das Wachs und das Öl bekommen. In so einem Set und kann das ausprobieren und hat wahrscheinlich lange Zeit daran Freude. Auch wenn man so viele Materialien hat wie ich. Ihr könnt ja jetzt mal hier reinschauen. Also das ist also noch ziemlich voll. Also das reicht noch einige Zeit. Und das Öl, es sind 250 Milliliter hier drin. Ja, ich schätze mal, ein Viertel ist davon raus. Es ist relativ dünnflüssig, das Öl. Das ist also sehr, sehr ergiebig. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, jetzt macht der Werbung für Heliacare. Ja, ist natürlich ein bisschen Werbung, das stimmt. Aber die haben tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, muss man sagen. Diese biologische Qualität ist, finde ich, einzigartig. Und ja. Ja, wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen könntet, dann gebt mir ein Like, schenkt mir ein Abo. Ihr wisst, das kostet nichts. Und wenn ihr das Heliacare-Paket, wenn ihr das interessant findet, dann wäre es vielleicht eine Hilfe für mich, meinem Link, meinem Affiliate-Link zu folgen in den Videobeschreibungen. Ich bekäme dann eine kleine Provision. Euch kostet das nicht mehr. Das wäre nochmal so eine kleine Bitte vor Weihnachten vielleicht, wenn ihr das als Geschenk in Erwägung zieht. Ja, und ansonsten freue ich mich darauf, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Video. Ciao.